meine neuen besten Freunde. Und im Klassenraum? Nicht. Auf dem Schulgelände, in den Gängen, Treppen, Toilette, Pausehof ist ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. Eine Toilette? Mhm. Hallo ihr Lieben. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir für euch ein super, super, super besonderes Video, weil nach 7 Wochen zu Hause darf die Isabel am Montag wieder in die Schule. Also dachten wir uns, wir machen für euch ein Back-to-School-Video. Und wir stehen hier gerade schon vor einem Schuhgeschäft, weil ich brauche unbedingt neue Schuhe. Weil, als wir jetzt durchgeguckt haben, haben wir festgestellt, genau, Isabel, passen überhaupt keine Schuhe mehr. Die hatte jetzt immer so Schlappen daheim an oder mal Crocs im Garten draußen. Und wir brauchen unbedingt Schuhe. Sonst kannst du überhaupt nicht richtig in die Schule gehen. Und du hast deinen Mundschutz natürlich, Mund-Nasen-Schutz. Es ist so heiß, ich war nie mit Mundschutz. Die Isabel war seitdem nie mehr beim Einkaufen. Das ist jetzt echt eine Premiere. Aber naja, er muss ja helfen. Ich setze meinen auch gleich auf. Ja, und ich hoffe, euch gefällt das Video. Und wenn ja, dann bitte einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert uns. Oh, ich ersticke. Genau, und abonniert uns. Und jetzt geht's los mit dem Schuhe kaufen. Und dann nehmen wir euch natürlich noch weiter mit durch unsere ganzen Schulvorbereitungen. Wir können euch aber nicht mit dem Schuhe schaffen. Können wir nicht? Können wir? Können wir nicht? Können wir? Können wir doch. Kommt okay mit. So, wir haben uns jetzt eine Karte genommen. Komm, wir gehen mal hier lang und gehen jetzt mal gleich nach der Kinderabteilung gucken. Nee, die Isabelle ist jetzt ein bisschen traurig. Die wollte so ganz bestimmte Adidas Sneakers und zwar so mit Stars. Die Isabelle wollte so ganz bestimmte Adidas Sneakers. Wie heißen die? Stars, glaube ich, also so goldene. Stars oder so mit Gold irgendwie was. Die gab es jetzt halt nicht. Wir haben jetzt Sandalen, zeigen wir euch dann später. Und Sneakersocken. Sandalen sind einfach wichtig. Und auch das war ein bisschen schwierig, weil die Isabel hat so einen schmalen Fuß, gell? Mhm. Du bist überall hin und her gerutscht. Aber wir haben jetzt welche und ich finde die auch ganz schön. Ja? Müssen ja auch ein bisschen bequem sein. Ja. Jetzt geht's heim, oder? Ja. Aber wir bestellen die Schuhe noch. Wir gucken, ja, dass wir die. Ja, so weiter geht's. Wie war es mit Maske? Kein Thema. So, wir sind jetzt zu Hause. Die Schuhe, die ich wollte, gab es leider nicht. Dafür haben wir jetzt so Sandalen mitgenommen. Ich habe so schmale Füße, dass ich nur so dickere nehmen kann. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Ja, ich weiß, die Isabel hat ganz, ganz schmale Füße und in diesen ganzen supermodischen ist sie hin und her gerutscht und leider. Die haben leider nicht gepasst, aber die sind jetzt okay, die passen auch zum Rock und zu einer kurzen Hose und dann gibt es im Sommer noch ein paar Flipflops dazu und ja, erzähl mal, was du eigentlich wolltest, die haben wir jetzt nicht. Eigentlich wollte ich diese Schuhe, ja, aber jetzt, wenn ich die sehe, finde ich die ein bisschen too much, weil die so, weiß nicht, die sind auch so, so dick gefühlt. Ja, okay. Und dann habe ich richtig schöne gefunden. Viel günstiger, keine 120 Euro. Und ich finde die einfach viel besser, weil die ja jetzt nicht so krass sind. Und ja, so schauen die von hinten. Das ist das gleiche, nur in meiner Größe und eben in Polo. Und das ist richtig cool. Genau, und die sind, können wir jetzt, die bestellen wir zum Warenkorb hinzufügen. Jetzt kaufen. Also Leute, wir bestellen die mal gerade schnell und dann melden wir uns gleich wieder, weil dann muss die Isi nämlich ihre Schulsachen aufräumen und ausmisten. Genau, weil am Montag geht's los. Sachen gemacht habe ich zum Glück schon. Und dann haben wir noch ein ganz wichtiges Schreiben von der Schule, das muss ich dir nämlich unbedingt noch vorlesen, da geht's um die Hygieneregeln. Warum? Wegen Corona.
Während Mama die Schuhe bestellt, und ich freue mich schon so, werde ich natürlich eine Runde Trampolin hüpfen. Bei diesem schönen Wetter. Darf man das nicht verpassen? Geht das, wenn ich mich da hinstelle? So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt hier also zwischen den ganzen Schulsachen von der Isabel. Ja. Das sind echt viele. Das sind echt viele, weil die haben es nämlich geschafft, jetzt in den 7 Wochen nicht im Schulranzen zu bleiben, sondern sich tatsächlich im ganzen Haus irgendwie zu verteilen. Oder am ganzen Esstisch. Oder, ja, am ganzen Esstisch. Besser gesagt, wir haben das immer vom Esstisch wieder dahinter geräumt und wieder von da hinten zum Esstisch. Und was die Isabel jetzt unbedingt machen muss, ist ihre Schulsachen sortieren, ihre Hefte sortieren, ihre Unterlagen sortieren, damit am Montag alles bereit ist. Weil am Montag geht es ja los, ne? Ja. Weil bei uns hier in Bayern geht für die 4. Klassen jetzt am Montag endlich wieder die Schule los. Ja. Und freust du dich schon, deine Freundin wieder zu treffen? Ja, aber wir dürfen halt nicht viel machen zusammen. Da wollen wir euch später noch ein bisschen was drüber erzählen, genau. Was man machen darf, was man nicht machen darf, wie lange überhaupt Schule ist. Es ist nämlich gar nicht lange Schule. Nee, bis um 10:30. Es geht ja voll. So, komm, wir räumen jetzt mal die ganzen Sachen auf, beziehungsweise du sortierst die Sachen aus und ich gehe dann hinter die Kamera, weil das sind ja deine Schulsachen. Freust du dich denn schon, wenn die Schule wieder losgeht? Ja. Okay, und ich suche euch mal den Zettel raus, wo draufsteht, was zu beachten ist. Der ist nämlich super lang, der Zettel. Wir gehen jetzt bis zu den Sommerferien nur Mathe, Deutsch und HSU haben. Und ja, dann kann der Rest weg, wie dieser creepy Fuß von Religion. Warte mal, das blendet immer so. Das ist immer, wenn wir hier sitzen, so legen, du musst es hinlegen. So creepy. Gehen wir mal schon irgendwie, gell? Naja, ich finde ihn gar nicht so schlimm. So, genau, dann sortierst du das mal alles aus. Religion habe ich noch nie wirklich gemocht. Irgendwie ist Religion noch so langweilig, oder? Ja, schon. Sag mal so. Ja, weiß nicht. Deutsch. Deutsch? Hast du. Ich muss dir noch erzählen, die Isabel war ja, bevor das mit Corona losging, auch ganz oft nicht in der Schule, weil du ja da das Double in dem Film warst. Also da, musste ich nicht machen, aber egal. Lichtdubel war ich oft, gell? Ja, zum Reinschnuppern war es mal nicht schlecht. Wie hat es dir gefallen da so am Filmset? Es war sehr heiß. Sehr heiß. Vor allem, ich musste die ganze Zeit so eine Jeans mit einem Pulli und ein T-Shirt und ein Unterhemd tragen. Das war richtig heiß. Aber ja, ich will nur noch die Hauptrolle sein. Nein, aber ich will nicht mehr Double sein, weil das macht nicht so viel Spaß. Das stimmt, das war ein bisschen langweilig, ne? Mhm. Aber du hast dir davon was kaufen können? Dein iPad, eine Hülle und ein Pen. Viel kann ich aber auch wegschmeißen, was auch von der Schule so war. Ja, du sortierst das gleich aus, was. Das ist viel. Ich schmeiß jetzt alles weg, was wir wirklich brauchen. Alles auf den Haufen. Erstens schon, dass wir eine schöne Probe stehen. Das kann ich auch noch rein. Okay, aber das kann ich nicht machen. Also, das kann man auch wegschmeißen. So, ich habe jetzt hier alle meine Hefte geholt, wo wir was reinschreiben, also unsere Hefteinträge. Und das sind meine 2 Mathe. Oh, mein Lineal. Da ist mein Lineal, Mama. In dem Buch war gerade mein Lineal. Okay. Hier sind jetzt alle meine Mathehefte. Und jetzt die Deutschhefte. Das ist doch
Hier. Das sind alle meine Deutschhefte. Genau. Ich habe gerade das ganz neue Heft, wo noch nichts drin steht, in den orangenen Einband getan, aber ich muss das eigentlich da, wo schon was drin steht, reinmachen. Seht ihr? Also schau, das ist noch ganz leer. Und das da, das ist neu, da habe ich schon was reingeschrieben. Versteht ihr? Und Mama hat mir sowas mitgebracht von Kukasu. Das ist ein nagelneuer Hefteschoner und der schaut doch richtig cool aus, oder? Der heißt Check Back. Check Back. Und wo ist mein Schuh? Da. Der Stock. Den da, wenn ihr mal kommt, mal. Den tut man dann hier rein. Und da kann ich jetzt eben hier, da ist mein das oberste Fach, mal alle meine Bücher, meine Hefteinträge, Hefte, ihr wisst schon. Hier meine Mathe-Sachen. Hier mein Deutschheft. Und dann kann man es nehmen. Ich glaube, ich habe es. Ja, und wenn ihr es dann rausholt, dann könnt ihr es einfach so rausholen. Ich glaube, ich tue da ein paar andere Sachen rein. Also wir haben gerade gemerkt, es gehört nicht da rein, sondern hier rein. Weil hinten auch die Bücher reinkommen. Das Schwerste kommt immer hinten rein. Das so. Da jetzt kann ich zum Beispiel das da genau. Hier nach hinten tun. Und das da, das ist auch sehr schwer. Und dann kann man das hier noch einhaken. Oh, und das da, mein Übungs. Genau. In die Wichtigmappe tue ich jetzt schriftliche Divisionslernheft, weil es ist eigentlich wichtig, dass wir es können und ich kann das eigentlich richtig gut, weil ich denke immer so geteilt, ich kann kein geteilt. Aber eigentlich ist es ganz leicht. Und Mama, ich habe mich dazu entschlossen, ich will nur das Mäppchen. Okay. Aber da gibt es ein Problem. Also ich habe ja hier ganz viele Stifte. Hier, und da sind noch viele Stifte. Deswegen muss ich erstmal alles rausräumen. Wie findet ihr eigentlich meinen neuen Füller? Leute, ich habe vor ein paar Tagen einen Trick auf TikTok gesehen. Und zwar, man nimmt sich, man braucht 7 Stabilos, die nimmt man dann wie so eine Blume. So. Das passiert nicht. So, also auf jeden Fall, dass es halt wie so eine Blume aussieht. 5 hier rum und dann eine in der Mitte. Genau. Und dann tut man die raus. Einen, so. Und dann muss man richtig, richtig fest auf den Tisch. 1, 2, auf den Tisch schlagen. 2, 3. So. Und dann kleben die aneinander. Das ist krass. Mein Geodreieck kommt hier hin. Und ja, ich werde das jetzt. Und ich werde das jetzt alles schön einrichten. Ja, und dann sehen wir uns gleich. Also ich habe jetzt alles reingetan. Das schaut jetzt so aus, wenn man es aufklappt. Hier sind meine Filzstifte. Mein Geodreieck und mein Lineal. Und hier ist, also das Wichtigste, mein Füller. Mein Tippex. Ein Gelstift. Und mein Bleistift. Ja, und dann eben noch so Krimskrams einfach, den ich halt brauche. Also, hier ist Kleber, Schere, Radiergummi und Tintenpatronen drin. Also, mein Mäppchen ist jetzt schon im Schulranzen drin. Der ist auch irgendwie richtig schwer, weil ich so viel mitgekriegt habe.
Und jetzt suche ich hier ein Padlet aus. Und da habe ich auch schon eine Idee. So, und zwar, ich nehme nicht das. Ich nehme nicht das. Das. Ich nehme das. Das Einhorn-Padlet. Das ist ja auch am coolsten, oder? Einhörner. Ja, mag jeder, oder? Hier ist es. Einhörner mag ja jeder, oder? Ja, und dann habe ich hier dran bunt gemischte Klicker und Reißverschlüsse. Und ja, hier mein BFF-Anhänger. Und ja, jetzt hole ich noch einen Schlüsselanhänger. Und zwar habe ich den süßen Elefanten hier geholt. Und den werde ich dann irgendwo dran machen. Wisst ihr, wie man die festmacht? Ich mache es einfach auch hier dran fest. Da ist alles festgemacht. Hier. Hier sind alle meine Anhänger. Best Friends, das Glubschi und weiteres. So, und jetzt aufräumen. Also, ich habe jetzt alles fertig gepackt. Der Schulranzen von der Isi, der ist jetzt super, super ordentlich wieder. Mal. Das ist fast wie nach den großen Ferien. Ja. Also, hier sind meine Übungshefte und Bücher und neue Hefte. Und ja, in dem Ding sind halt alle Schreibhefte und so ein Kram noch. Genau. Und ja, ganz vorne. Hier ist mein Mäppchen, da sammelt sich bestimmt auch wieder was an. Du denkst, ich gehe jetzt mit dir spazieren. Wir gehen später, okay? Mäuschen! Hallo! Hatschi! Was ist denn mit? Was ist denn? Mein Baby, was ist denn los? Wir gehen später, okay? Und jetzt liest Mama mir noch die Corona-Regeln für die Schule vor und da mussten wir unterschreiben. Da mussten wir unterschreiben, dass ich die Isabel oder dass wir als Eltern die Isabel praktisch geschult haben oder ihr halt gesagt haben, wie sie sich verhalten muss. Macht die Lehrerin auch nochmal, aber ich übernehme das jetzt. Ja. Pflanzen hier spiegelt alles. Das, jetzt filmt es. Ja, egal, es spiegelt jetzt ein bisschen, aber also, da ist nämlich das Schreiben gekommen von der Schule und da steht ganz genau, was man beachten muss. Jetzt pass mal auf, es gibt die allgemeinen Hygieneregeln, Abstand von 1,5 Meter einhalten. Ja. Häufig Hände waschen, mindestens 30 Sekunden. Niesen und Husten in die Armbeuge. Ja, Mama, ich habe mir das schon mal durchgelesen und habe da gelesen, ne? Mindestens 30 Sekunden niesen bzw. Ach so, nee, Quatsch. Die Schülerinnen und Schüler gehen nur einzeln auf die nächste Toilette. Ja. Also, wenn du in der Schule ankommst, im Bus musst du die Maske aufhaben. Und im Klassenraum? Nicht. Auf dem Schulgelände, in den Gängen, Treppen, Toilette, Pausehof ist ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. In der Toilette? Mhm. Die Schüler begeben sich auf direktem Weg ins Klassenzimmer. Ihr verzichtet auf Händeschütteln, Umarmungen und alle anderen. Also ihr sagt nicht so Hallo. Machen wir eh nie. Ihr umarmt euch nicht. Gar nichts, gell? Hör gut zu. Ich muss dafür unterschreiben, dass du das weißt. Keine Gruppenbildung in Aula, Gängen oder Klassenzimmern. Nach Ankunft im Klassenraum Hände waschen bzw. desinfizieren. Spender mit Desinfektionsmitteln befinden sich im Schulhaus an den Treppenaufgängen. Und ich würde sagen, wir kaufen auch noch was, oder? Ja. Die verschiedenen Klassen werden unterschiedliche Eingänge benutzen. Ja? Das wird dann. Wir sind der einzige Klassenraum mit zwei Eingängen. Genau. Die Klassen, in den Klassen seid ihr aufgeteilt in zwei Gruppen zu jeweils 15 Schülern. Jede Gruppe hat einen fest zugewiesenen Klassenraum. Okay? Jeder Schüler hat einen festen Sitzplatz, der markiert ist.
Hefte, Stifte, Bücher etc. dürfen nicht an Mitschüler verliehen werden. Ja? Wir müssen nochmal einen Kleber kaufen. Ihr dürft nichts verleihen. Die Schüler halten immer den Mindestabstand zur Lehrkraft und dem Pult. Ja? Also auch den Abstand halten. Die Klassenzimmer werden regelmäßig gut gelüftet. Die Kinder benutzen keine Garderobe, sondern lassen ihre Schuhe an und hängen die Jacken über den Stuhl. Okay. Der Unterricht findet täglich von 8 Uhr bis 10.30 Uhr statt. Es findet kein Pausenverkauf statt. Ihr müsst euch selbst versorgen, also müsst man drauf achten. Mhm. Pausenbrot und Getränke dürfen nicht mit anderen Kindern geteilt werden. Gegessen wird am Sitzplatz. Keine Pause mehr. Da dürft ihr nicht essen. Wo? In den Pausen, das ist nur am Sitzplatz. Die Pausen finden grundsätzlich im Klassenzimmer statt oder unter Aufsicht der Lehrkraft in einem zugewiesenen Außenbereich des Schulgeländes zu unterschiedlichen Zeiten. Okay. Die Schülerinnen und Schüler verlassen das Schulgelände zügig. Warten auf andere bzw. Gruppenbildung ist nicht erwünscht. Die Busaufsicht achtet auf die Abstandsregeln an der Bushaltestelle. Die Schulbusse fahren morgens wie gewohnt, also wie immer, und nach dem Unterricht um 10.45 Uhr. Da haben wir ja voll viel Zeit. Ja, genau, aber ihr müsst euch an diese Regeln halten. Die Lehrerin wird das alles mit euch durchsprechen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Wahnsinn! Aber es ist wichtig. Es wird jetzt eine ganz ungewohnte Zeit werden, gell? Aber wir schaffen das schon. Hast du Bedenken? Nee. Aber wir brauchen auch nicht so viel Brotzeit. Nein, wir brauchen nicht so viel Brotzeit. Ja. Wir kriegen das schon hin, gell? Ja. So, und jetzt würde ich sagen, wir suchen dein Outfit aus, dass du schon das richtige Outfit parat hast. Okay. Mama, kannst du das T-Shirt waschen bis zur Schule, weil das sieht die gerne nur so bis von hier. Okay, zeig's mal, leg's mal am besten dahin auf die... Leg's mal dahin, dann können wir... T-Shirt machen. Nein, ein T-Shirt nicht, aber dann... Meine neue Gelbe, die schaut nur so klein aus, weil die nur bis hier geht. Genau, also möchtest du das und ins... Crunchy und das T-Shirt. Warte, ich habe eine Idee, wie wir es machen. Also so könnt ihr euch das vorstellen, auf jeden Fall. Auf, du schaust ja aus wie... Hör auf! Du bist doch keine Schaufensterpuppe. Aber Leute, das Wichtigste habe ich fast vergessen. Mein Mund-Nasen-Schutz. So. Oder? Ja. Ich bin geschützt. Nee. So? Genau, du sollst aufpassen, wir kriegen auch nochmal neue. Du sollst aufpassen, dass du die an den Bändern nimmst und du kannst die mal hier so über Kreuz machen. Ich weiß schon. So Leute, ich freue mich schon auf die Schule, aber ich bin auch ein bisschen, ja, aufgeregt und man kriegt da unten echt so heiße Luft. Bist du auch ein bisschen so gespannt, wie es sein wird, also wie das Gefühl so ist, wenn alle... so auf Abstand sind und mit einer Maske rumlaufen. Ja. Aber es ist halt einfach wichtig, gell? Und Mama, mein neuer Freund. Ja. Und die, meine neuen besten Freunde. So, also wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen schon mal erzählen, falls ihr noch nicht wieder in der Schule seid, wie das bei uns in Bayern hier so abläuft, jetzt ab Montag, wenn die vierten Klassen wieder in die Schule gehen, ja? Beziehungsweise die Abschlussklassen. Beziehungsweise die Abschlussklassen. Der Tobi ist schon seit 2 Wochen in der Schule, aber bei der Isabel ist die höchste Klasse die vierte sozusagen und deswegen die Grundschule geht sie eben als eines der ersten Kinder wieder in die Schule und ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert uns. Und bleibt gesund. Auf jeden Fall. Schaut einfach, dass ihr genug Abstand habt und euch regelmäßig die Hände wäscht. Genau, da braucht ihr keine Angst haben, ja? Und vor allem redet mit euren Eltern. Finde ich ganz wichtig. Und ich gehe jetzt eine Runde mit meinem Rocky spazieren. Der freut sich schon. Rocky, komm, wir gehen spazieren.